So, hallo, ich grüße euch. Ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen abseits gesetzt und mir was Warmes drüber gezogen, damit ich hier nicht mir eine Erkältung hole. Die Veranstaltung läuft ja noch. Ich darf jetzt nicht in den Saal rein, weil, wisst ihr selber, wenn man sich dann nicht verteidigen kann und wenn andere dann irgendwelche Behauptungen aufstellen, ist es natürlich viel einfacher, eine Sache durchzuziehen, die eigentlich nicht funktionieren kann. Ganz einfach aus dem Grund. Also sie können niemanden ausschließen, weil das brauchen sie ein Schiedsgericht dazu. Ne? Wenn das Schiedsgericht aber einen Besatzungsrüge schon gefangen hat, weil sie befangen sind und weil sie Vorgänge machen, die ja einfach den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechen, ja, dann kann man da an der Stelle nicht weitermachen. Da muss der Beschluss erstmal zurückgezogen werden und dann kann man sagen, okay, so und so ist es richtig. Und dann kann man die Sache auch selber klären. Aber wenn man natürlich auch weitermacht und das forciert und es immer schlimmer, ist es wie wenn man ein Eiter hat. Ne? Das wird dann immer größer und immer größer, weil das Unrecht selber wird ja erst behoben, wenn die Sache sauber geregelt ist. Also wenn der unrechtmäßige Vorgang erstmal wieder rückabgewickelt wird und dann kann man an der Sache weitermachen. Es geht nicht so, dass man einen unrechtmäßigen Vorgang einfach fortsetzt und sagt, ja, da müssen wir jetzt das Protokoll ein bisschen frisieren und dann tun wir ein paar Leute rausschicken, damit die Abstimmung passt und so weiter. Und dann tun wir den Leuten irgendwas erzählen, was gar nicht stimmt, damit die dann so abstimmen, wie wir es wollen. Und das ist ja das, was jetzt gelaufen ist die ganze Zeit. Und da muss ich sagen, also wenn es eine Organisation gibt, die dem System beibringen will, wie man es richtig macht, dann muss man in der eigenen Organisation erstmal selber einen sauberen Ablauf haben und eine unverhandelbare Grundposition aufbauen. Ne? Meine Grundposition ist dann die, dass ich sagen kann, wenn ein unrechtmäßiger Vorgang einmal passiert ist, dann muss er zuerst rückabgewickelt werden, bevor man in der Sache weiter kann. Und wenn sich dann Widerstände aufbauen, nee, und da leidet ja das Ansehen unserer Organisation und ja, wenn das einer erfährt und dann müssen wir jetzt alle zusammenhalten und dann müssen wir ein bisschen mauscheln und dieses und jenes, nee. Es muss einfach auf dem Tisch, die Fakten auf dem Tisch, da muss es bereinigt werden und dann kann man zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Und da hätte man die ganze Zeit, die wir heute hier waren, hätte man dazu nutzen müssen, uns Gedanken zu machen, was passiert denn die nächste Zeit? Was passiert denn, wenn der Euro und der Dollar hin und runterfällt? Ja, das hätte man heute machen können. Wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir unsere Mitglieder vor Überfällen, Übergriffen von irgendwelchen durch die Städte ziehenden Räubern und Plünderern schützen, das hätte man heute machen können. Wäre eine wunderbare Gelegenheit zu hätten, das in Ruhe sich zu überlegen, wie könnten die Auswirkungen sein, was ist denn, wenn sich die öffentliche Verwaltung aus der Verantwortung zurückzieht, dass sie die Bevölkerung schützt, dass sich die Polizei verbarrikadiert, aber eigentlich nicht mehr hilft. Das sind die Aufgaben, die diese Partei eigentlich hätte und die man hätte heute auch besprechen können. Und das ist eine interessante Sache, dass das nicht passiert ist, sondern die haben sich nur in ihrer eigenen Sache ja, gedreht und haben die eigentliche Aufarbeitung dieser unrechten Geschichten gar nicht betrieben. Und das ist eine Sache, die mir Sorgen macht. Aber sie sind eben alle noch im Lernprozess drin und begreifen das nicht, was das für eine Auswirkung hat, weil sie es eben selber auch noch nicht erlebt hat, wie das sich dann immer weiter aufschaukelt. Ja, deswegen kann man da jetzt auch nichts machen. Es hat auch keinen Sinn, da irgendjemanden zu belehren, sondern die müssen die Erfahrung eben machen. Das ist eben in jeder neu gegründeten Organisation ist es eben so, dass sie am Anfang erst einmal lernen müssen, mit Dingen umzugehen. Ja, ein Krisenmanagement, das fällt ja nicht in den Schoß. Ich meine, haben wir ja früher auch Situationen gehabt, ne, dass in unseren Schotter zu Flugscharen eben auch Leute gegeben haben, die versucht haben, immer wieder stumm zu machen oder irgendwas oder unrechtmäßige Dinge. Und da haben wir uns eben dann immer paritätisch zusammengesetzt. Ne? Dreier aus der Gruppe und Dreier aus der Gruppe und die haben das Problem beredet, bis es erledigt ist. Die Fakten auf den Tisch genommen und dann funktioniert das auch. Und da passiert das nicht, dass dann irgendwas gemauschelt wird und fortgeht. Dann wurde das bereinigt und dann wurde am nächsten Tag, musste nicht nochmal über die Sache geredet werden, weil dann alle eine einvernehmliche Lösung gefunden haben. Und das ist eigentlich das, was hier passieren müsste. Ob das nur heute noch hier passiert, weiß ich nicht, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Ich werde dann irgendwann heimfahren und dann können wir ja zu Hause in unserem Heimstudio dann das eine oder andere nochmal betrachten. Na? Okay, ich danke erstmal für eure Aufmerksamkeit.